seid. Und für unsere Liebsten dachten wir, machen wir was Kleines Besonderes. Morgen steht es dann offen da und dann kann irgendwie jeder gucken. Aber ich freue mich jedenfalls, dass ihr hier seid. Das ist ja schon was Besonderes. Jetzt haben wir die V4R von 2018, ist 18, 19, 20, 21 in der Superbike WM angetreten. Und ich muss sagen, wir hatten so unter den Kollegen von einem Jahr eigentlich so ausgetauscht und gesagt, Mensch, da muss langsam mal was Neues kommen, die müssen ja irgendwie wettbewerbsfähig bleiben. Also ein Motorrad, das dann im fünften Jahr im Wettbewerb fährt, 22 die Weltmeisterschaft gewonnen und jetzt kommt das Update für 23. Da sind wir auch schon beim Thema. Die V4R ist ein Homologationsmodell für die Superbike-Weltmeisterschaft. Die ersten gehen sicherlich an die Teams weltweit, die dann eben in der IDM und wie diese nationalen Serien überall heißen, mit dem Motorrad fahren. Also Superbike-Klasse, 1-Liter-Klasse mit einem ganz strikten Reglement, Drehzahllimits, je nach Motorrad. Das macht so die Balance of Power dann auch aus für die Fahrzeuge. Der Motor ist auch versiegelt bei den Fahrzeugen für die Superbike-WM. Angepasst werden dürfen für die Weltmeisterschaft nur die Cartridges innerhalb des Fahrwerks, die Getriebeübersetzung und eben ganz, ganz spezifische einzelne Details. Aber ansonsten ist das tatsächlich Seriensport, Superbike-Weltmeisterschaft. Und das macht eigentlich das Besondere auch von diesem Motorrad aus, von der neuen Panigale V4. Ja, was ist da alles abgedatet worden? Euro 5 macht es ein bisschen schwieriger noch, diese Leistung, diese rund 240 PS bei dem Motorrad zu erzeugen, weil die Abgasqualität ja deutlich besser sein muss. Und wenn man sich mal überlegt, was das heißt, 240 PS aus einem 1 Liter Saugmotor, ja, also im Pkw-Bau heute, ich glaube, der am höchsten gezüchtete unter den kleinen Motoren ist der 2 Liter mit 420 PS Mercedes von dem AMG 45. Der hat dann 220 PS, 210 PS Literleistung mit einem Turbo. Das ist sauber. Das ist schon wirklich atemberaubend und eben Hightech. Und vermute, der ein oder andere von euch hat das schon gelesen, was für einen Aufwand man hier getrieben hat, um den Motor eben in der Leistung nochmal auf ein höheres Niveau zu bringen, einschließlich der Bohrungen dann in den Kolben und im Pleuel, um eben die Ölversorgung zu verbessern. Die Elektronik ist nochmal angepasst worden. Gemeinsam mit Shell hat man ein spezielles Öl entwickelt, um die letzten drei Pferdchen rauszukitzeln aus dem Motor. Also das ist schon wirklich faszinierend und Hightech. Und auf der anderen Seite, das ist eben auch das Besondere, ist das Motorrad fantastisch fahrbar. Also jeder, der das Glück hatte oder das Vergnügen, mal eine V4R zu fahren, der weiß, die Maschine fährt sich eigentlich wie eine 600er und nimmt total leicht ein, hat eine wunderschöne Leistungsentfaltung. Aber sie hat eben auch ein Schatzkästchen, das sich da im oberen Drehzahlbereich bis 16.500 Umdrehungen abspielt, das einfach unglaublich ist. Eine unglaubliche Performance. Ja, und heute haben wir eins der allerersten Fahrzeuge hier. Das ist praktisch ein Fahrzeug zu Demonstrationszwecken. Trotzdem praktisch eins der ersten, die eben in der Serie gebaut worden sind. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir euch das Fahrzeug heute vorstellen dürfen. Wir haben noch eine kleine Überraschung. Kriegst du mir? Ja. Genau, es gibt dazu. Und zwar, das ist ja das Tolle an Ducati. Ducati hat ja auch in diesem Jahr ein Feuerwerk an neuen Modellen vorgestellt. Und die kommen jetzt eben nach und nach. Und das ist die allererste von der neuen Monster SP, die wir hier haben. Ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, kein anderer Hersteller hat ein solches Programm am Start. Und mit so einem Neuigkeitswert am Start, ich glaube, da sind wir schon mächtig stolz drauf und die ist eben auch gerade heute gekommen. Und insofern habt ihr auch das Vergnügen, sozusagen als Erste heute die neue Monster SP zu sehen. Hier vielleicht auch noch ein Wort dazu. Was heißt Monster SP? Monster SP heißt erstmal die Lackierung auch in den Superbike- und MotoGP-Farben von Ducati mit diesen verschiedenen Rottönen hier. Monster SP heißt ein Ölfahrwerk an dem Motorrad verbaut. Damit natürlich noch ein deutlich agileres Bewegen von dem Motorrad. Die SP hat eine Termagnoli-Auspuffanlage, die nicht nur schön klingt, sondern auch wunderschön aussieht an dem Fahrzeug. Und so hat man eben hier ein schönes Package geschnürt mit gestalterischen Maßnahmen, aber auch technischen Maßnahmen zu einem ausgesprochen fairen Aufpreis. Ja, und dann. Schreib doch mal zur Tat, du gehst nach hinten. Okay, bitte.
Die Angula-Welle, bitte. Genau. So, haben wir hier die neue VFR. Bitte schön.